aus Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, sind in seinem Tod getauft? So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Auf das gleich wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir werden mit Gebet anfangen und wer die Möglichkeit aufzustehen, bitte ich aufzustehen. Unser Herr und Heiland, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, loben, ehren und preisen für deine Liebe, Gnade, die du an uns Menschen erwiesen hast und für die Freiheit, die wir hier heute haben, ein Tauffest durchzuführen, dass Geschwister sich gemeldet haben, den Schritt des Gehorsams, den Schritt, ihr Leben dir zu weihen. Ja, und wir als Zeugen wollen da sein vor dir und wollen mit deiner Hilfe dieses Tauffest durchführen, Herr. Sei du mit uns, segne uns. Alles wollen wir in deine Hände legen. Amen. Amen. Ja, liebe Versammelten, wir sind heute hier zusammengekommen, diesen wunderschönen Morgen, diesen wunderschönen Sonntagmorgen, um unseren Auftrag zu erfüllen. Den Auftrag, den uns der Herr Jesus Christus selbst gegeben hat, und den wir nachlesen können im Matthäusevangelium in den letzten beiden Versen, Kapitel 28, Verse 19 und 20. Dort heißt es, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe,
ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Amen. Es ist also unser Auftrag, Jünger zu machen für den Herrn Jesus. Was sind Jünger? Jünger sind Schüler, sind Studenten, sind Anhänger eines Lehrers, eines Meisters, ja, in unserem Falle eines Königs, des Königs aller Könige, des Herrn Jesus Christus. Deshalb sollen wir sie zu Jüngern machen, und dafür hat der Herr uns drei Dinge an die Hand gegeben. Wie machen wir Menschen zu Jüngern? Wir sollen sie taufen. Als allererstes sagt er das. Wir sollen sie lehren und wir sollen sie in der Lehre halten. Dies wird auch dann die Aufgabe sein derjenigen, die heute getauft werden. Sobald sie getauft sind, werden sie in diesen Dienst auch mit eintreten. Ja, ich selbst habe diese Taufe hier genau an dieser Stelle vor noch nicht einmal 3 Jahren gemacht, und die Gnade des Herrn, muss ich sagen, hat es bewirkt, dass ich heute hier vor euch stehen darf und sein Wort verkünden darf. Es war Anfang 2012, als ich zum Herrn gefunden habe, und dann habe ich gedacht, ja, der Herr hat ein wunderbares Werk in mir selber vollbracht, wie es auch in denen vollbracht hat, die heute hier die Taufe bekommen werden. Es war alles Bestes, es war alles wunderbar und in Ordnung. Ich war erlöst, errettet, die Sünden waren mir vergeben. Aber da war auch noch ein Weg vor mir. Ein Weg, auf dem ich mich heute befinde. So nach circa 3 Jahren jetzt bin ich diesen Weg gegangen. Und dieser Weg, der hat begonnen mit meiner Taufe hier an diesem Ort. Und die Taufe ist der Beginn eines neuen Weges. Und so wie wir auch eben schon im Vers gehört haben bei der Begrüßung, sie ist der Anfangspunkt dieses neuen Weges, den wir gehen. Denn in neuem Leben sollen wir wandeln. So sagt es uns Paulus im Römerbrief, Kapitel 6, Vers 4, den wir nachher auch noch einmal gemeinsam lesen werden. Deshalb werden wir getauft, und wir werden auch getauft, damit wir fortan nun in einem guten Gewissen wandeln. In einem guten Gewissen dem Herrn gegenüber auf dieser Erde hier wandeln. Wir werden getauft, dass wir Christus anziehen. Das bedeutet letztendlich, dass wir uns unter die Autorität von Jesus Christus, unserem Herrn, stellen. Denn in unserem vorigen Leben, in unserem anfänglichen Leben, und viele Menschen da draußen stehen nicht unter der Autorität des Herrn, sondern sie stehen unter der Autorität des Feindes, des Satans an dieser Welt. Und dort werden sie unter den Zorn Gottes geraten und auch unter das Gericht kommen. Ich möchte diese Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, auf jeden Einzelnen noch einmal kurz eingehen. Einmal auf die Wichtigkeit der Taufe. Wir sehen das zum Beispiel an vielen Stellen der Apostelgeschichte, aber ganz deutlich sehen wir es beim Apostel Paulus selbst, wie wichtig die Taufe für den Herrn ist. Denn er hat diesen Paulus, so wie er uns selbst berichtet im 2. Korintherbrief, im 12. Kapitel, er hat diesen Paulus, wie wir wissen, entrückt. Da hieß er noch Saulus. Er hatte die Jünger des Herrn verfolgt, getötet und war dann dem Herrn begegnet auf dem Weg nach Damaskus. Und dort hat er den Herrn selbst gesehen. Er sagt im Korintherbrief, er weiß nicht, ob er selbst im Leib war oder außerhalb des Leibes. Auch das, was er dort gehört hat, durfte er nicht weitergeben. Es ist nicht für unsere Ohren bestimmt. Es ist eine Herrlichkeit, in der er war. Er war im dritten Himmel, er war im Paradies gewesen. Und so hat er sich auch gewandelt. Und als er dann wieder zu sich kam in Damaskus, da kam
der Bruder Ananias zu ihm, geschickt vom Heiligen Geist. Und diese Stelle möchte ich kurz dazu lesen. Dort in der Apostelgeschichte im Kapitel 22, Verse 15 und 16. Dort heißt es, denn du, nämlich Paulus, Saulus in dem Falle noch, sollst bei allen Menschen ein Zeuge für ihn, also für den Herrn Jesus sein, von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Wir sehen also, dass auch Paulus, der da im Himmel gewesen ist, als allererstes, als er seinen Dienst auf der Erde für den Herrn begonnen hat, als allererstes getauft wurde. Das stellt auch der Herr ganz nach vorne und dementsprechend wichtig ist auch diese Taufe. Das zweite ist die Verbindlichkeit, die wir mit dieser Taufe bezeugen. Die Täuflinge, die heute hier getauft werden und alle, die schon getauft worden sind, auch unter uns, die haben verbindlich, ja gesagt, verbindlich haben sie den Bereich verlassen, der unter dem Gericht, unter dem Zorn Gottes steht in dieser Welt. Es gibt nur zwei Bereiche und irgendwann im Leben muss ich mich entscheiden, in welchem Bereich, in welcher Stellung ich hier auf dieser Erde lebe und letztlich auch sterben werde. Denn wenn ich in dem Bereich der Welt, wenn ich in dem Bereich des Satans sterben werde, ja dann bin ich in meinen Sünden gestorben und ich bin verloren in Ewigkeit. Deshalb ist es wichtig, dass wir auch durch die Taufe eine Verbindlichkeit demonstrieren und zeigen, ja, ich möchte diesen Weg auf dieser Erde gehen mit dem Herrn, unter der Autorität des Herrn, mit einem guten Gewissen und den Auftrag, den er uns gegeben hat, auch erfüllen. Das hat nichts mit der Rettung zu tun für die Ewigkeit, diese Taufe als solche, denn die haben die Täuflinge, die haben wir schon bekommen, den der Heilige Geist in uns gewohnt hat. Aber es ist ein Zeichen auch, ein verbindliches Zeichen und eine verbindliche Zusage, die wir dem Herrn geben und die wir auch der Welt kundtun und die wir jedem bezeugen, denn in diesem Wort Verbindlichkeit, da steckt auch Binden darin. Und Binden kommt vom Bund. Und man kann die Taufe auch als Bund mit Jesus bezeichnen. Es ist ein Bund, den ich hier eingehe. Und mein Bündnispartner, der wird diesen Bund niemals brechen, denn es ist der Herr Jesus selbst, der treu ist bis in alle Ewigkeit. Und so sind wir froh, ne, dass wir diese Verbindlichkeit auch hier spüren, auch hier Menschen treffen und zu Jüngern Jesu machen können, weil sie erkennen, dass die Unverbindlichkeit in dieser Welt der falsche Weg ist. Wenn wir hier draußen sind, alles kann sich ändern von heute auf morgen. Die Welt kann morgen komplett anders aussehen, wie sie heute ausgesehen hat. Es ist nichts Verbindliches da drin. Verträge werden gebrochen, sei es im Privaten oder in der Politik. Hier haben wir nirgendwo eine echte Verbindlichkeit. Ehen werden geschieden, Zusagen werden wieder weggenommen. Und insofern ist es ganz wichtig, dass wir erkennen, dass wir einen Bund eingehen können mit dem Herrn Jesus, der niemals diesen Bund brechen wird, der immer treu ist. Und schließlich vermittelt uns die Taufe auch noch ein Bild. Und dazu möchte ich den Vers nochmal lesen aus Römer 6, den vierten Vers, das uns das also nochmal ganz deutlich macht. Dort lesen wir: Wir sind also mit ihm begraben worden, mit dem Herrn Jesus, durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Der Tod ist es, den der Herr uns hinweggenommen hat. Er hat ihn für uns erlitten am Kreuz von Golgatha. Und so dürfen wir fröhlich, unser neuen Leben, in unserem neuen Leben wandeln. Denn wir wissen, dass am Ende nicht der Tod stehen wird. In Johannes 11, Vers 25 sagt der Herr auch noch einmal ganz deutlich: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der stirbt, wird leben. Ich habe es jetzt in meinen eigenen Worten wiedergegeben. Und so ist das Zeichen auch die Taufe, indem wir in den Tod hineingehen als Symbol und auferstehen mit dem Herrn. Und dann
sind wir gewiss, dass wir auf der richtigen Seite stehen, dass wir den richtigen Bund geschlossen haben auf dieser Erde, dass wir richtig wandeln in einem neuen Leben mit der Taufe, mit dem Herrn, und dass wir dann auch unseren Auftrag erfüllen und auch andere zu Jüngern unseres Herrn machen. Denn wir wissen nicht, wie lange diese Gnadenzeit noch währt. Sie währt schon über 2000 Jahre und niemand weiß den genauen Punkt, wann der Herr wiederkommen wird. Und wenn er wiederkommt, dann wird diese Gnadenzeit zu Ende sein. Dann können wir niemand mehr zu Jüngern machen und können niemand mehr diesen Tod hinwegnehmen. Ja, Tod, wo ist dein Stachel? Sagt uns Paulus auch im Korintherbrief nochmal. Tod, wo ist dein Sieg? Er ist hinweggenommen. Uns ist der Sieg gegeben. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Er hat uns den Sieg gegeben. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch die Auferstehung. Durch den Tod und das Leben. Und unser Herr, er ist der Weg für uns. Er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und so möchte ich auch alle diejenigen, die vielleicht diesen Bund noch nicht geschlossen haben, auffordern. Lest in der Schrift, hört, was Gott euch zu sagen hat. Kauft die Zeit aus, nutzt diese Gnadenzeit noch aus. Hier sind um euch herum viele, viele Jünger, die den Auftrag haben, euch auch zu Jüngern zu machen. Sprecht mit ihnen, lasst euch von ihnen an das Wort hinführen. So wie jetzt die drei Täuflinge zur Taufe hingeführt werden und ihren neuen Weg beginnen, und ihren neuen Weg mit dem Herrn beginnen. Amen. Amen. Wollen wir noch gemeinsam beten? Großer und allmächtiger Gott, Vater im Himmel, wir wollen dir danken, Herr, dass wir heute hier stehen dürfen, dass wir heute unter deiner Autorität, unter deiner Führung unser Leben bestreiten dürfen. Wir wollen dir danken, Herr, dass wir andere Menschen zu Jüngern machen können, dass wir ihnen helfen können, ja, auch, dass sie das Heil bekommen. Durch deine Gnade ist das alles möglich. Du hast uns befähigt dazu. Du allein bist der, der den Leib bildet, Herr. Ja, und so danken wir dir. Auch für die drei Täuflinge jetzt, die ersten Schritte auf diesem Weg gehen. Segne sie in ihrem weiteren Leben. Segne die Taufe und das Tauffest heute und auch den weiteren Verlauf des Tages und das ganze Leben aller derer, die den Bund mit dir schließen. Amen. Amen. Vater, ich komme jetzt auch in dieser Morgenstunde zu dir, Herr. Ich danke dir auch, dass wir uns jetzt auch hier versammeln können, Herr. Ich danke dir auch, dass du uns auch noch bis hierher bewahrt hast, Herr. Und ich bitte dich jetzt auch noch, beschütze uns jetzt auch noch weiterhin diesen ganzen Tag, Herr. Und für alles möchte ich dir danken. Amen. 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 Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen. Hab Lob und Dank, Herr, dass du mich auch hierher geführt hast und dass ich diesen Weg, diesen Schritt gehen darf, Herr. Stärke du uns und lass du all unseren Glauben wachsen, Herr. Hab Lob und Dank für alles. Amen. Amen. Mein lieber Vater, ich danke dir für deine Güte. Deine Barmherzigkeit. Ich danke, dass du mich unterstützt. Ich danke dir für deine Liebe, Jesus. Lieber Vater im Himmel, segne mich, segne den heutigen Tag, segne dir die ganze Gemeinde. Ich danke dir, Gott im Herzen, ich liebe dich. Vater im Himmel, Amen. Amen. Herr
geliebter Vater im Himmel, in Jesu Namen dürfen wir alle auch heute Dank sagen für Gehorsam, wo Segen drauf liegt. Aber auch für den Segen, den du gibst, ab heute und auch in der Vergangenheit und Zukunft. Herr, wir leben von deinem Wort, von deinen Verheißungen. Und ich möchte von Herzen auch danken, weltweit für alle, die dein Wort verstanden haben, in den Tod zur Auferstehung, weil wir alle Gerechtigkeit erfüllen wollen des Vaters. Und so möchte ich aber auch für die bitten, Herr, die verwirrt sind durch falsche Lehre. Denn auch für sie gilt, sich bekehren, gläubig werden und getauft werden zu einer neuen Kreatur. Herr, das können wir nicht erkaufen, sondern das bekommen wir geschenkt, weil Vater, du ein Geberherz hast. Du bist gütig, barmherzig, treu und deine Liebe hört niemals auf. Von dir kommt der Frieden, der höher ist als alle Vernunft, was wir uns denken können. Und danke, dass wir diesen Frieden in unserem Herrn Jesus Christus gefunden haben. Und so sei jetzt auch bei uns, Herr, wenn so die Sonne brennt, wenn wir im Wasser sind, zur Freudigkeit im Himmel und der Zeugnisse der Versammlung, die jetzt anwesend ist. Herr, danke, dass wir es in deinem Namen tun dürfen. Amen. Amen. Der Täufling ist Simon Schmelzle und ich möchte den Segenswunsch für ihn verlesen aus Hebräer 10, Verse 35 und 36. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber ist nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfängt. Ich verlese nochmal den Segensspruch für dich, Simon, aus Hebräer 10, Verse 35 und 36. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber ist nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfängt. Simon Schmelzle, ich frage dich, glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Ist er dein Erlöser und Herr? Hast du ihn von Herzen lieb? Bist du wiedergeboren zum neuen Leben? Möchtest du Jesus dienen dein Leben lang und getauft werden auf seinen Namen, auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes? Dann antworte mit Ja und Gott helfe mir. Ja und Gott helfe mir. Bruder Simon Schmelzle, im Namen unseres Herrn Jesus Christus taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod zur Auferstehung in die Herrlichkeit. Der nächste Täufling ist Daniel Dingler.
Lieber Daniel, dein Segensspruch ist von Markus Evangelium 16, Vers 16. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, der wird verdammt werden. Daniel Dingler, ich frage dich, glaubst du an den Herrn Jesus Christus, bist du dein Erlöser und Herr? Bist du wiedergeboren zum neuen Leben durch den Heiligen Geist? Hast du Jesus von Herzen lieb und willst du ihm nachfolgen ein Leben lang? Dann antworte ja und Gott helfe mir. Ja und Gott helfe mir. Bruder Daniel, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, uns Heiland und Erretter, dürfen wir dich taufen. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod, zur Auferstehung in die Herrlichkeit, in die Ewigkeit. Liebe Schwester Lydia Dewald, dein Segensspruch, Jesaja 54, Vers 10. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Lydia Dewald, ich frage dich, glaubst du an Jesus, ist er dein Erlöser und Herr, hast du ihn lieb? Bist du wiedergeboren und möchtest du getauft werden auf deinen Namen, den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes? So antworte ja und Gott helfe mir. Ja. Ich helfe mir. Schwester Lydia, wir dürfen das tun im Namen deines und unseres Herrn Jesus Christus, dass wir dich untertauchen dürfen. Und das tun wir mit Freudigkeit im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in den Tod zur ewigen Auferstehung in die Herrlichkeit und eine Wohnung ist dir bereitet im Haus des Vaters. So, die Getauften werden jetzt gratuliert und nachdem sie gratuliert werden, singt der Chor noch ein Lied. Bitteschön.
werden jetzt abschließen, die Gemeinschaft. Und nach dem Gebet kann man auch die Getauften gratulieren. Wir stehen alle dazu auf. Herr und Heiland, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du uns liebst und segnest und uns die Möglichkeit der Taufe gegeben hast, dass du uns gelehrt hast, wie wir zu leben haben, Herr, und dass du uns dein Wort gegeben hast, nach dem wir uns richten können, Herr. Danke dir für deine Liebe und Gnade. Segne auch den Rest des Tages, Herr. Segne die Getauften, damit die ihr Leben in deine Hände legen und gib du uns allen Kraft, das Leben sinnvoll einzusetzen. Herr, alles wollen wir in deine Hände legen. Segne uns. Wir brauchen dich, wir brauchen deinen Segen. Amen. Amen.